Herzlich willkommen zurück zu Entschuldigung, wir fangen da rein. So, Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice War! Was mach ich eigentlich? Wollte ich mit dir nicht reden? Ja, ich wollte nicht. Aber erstmal machen wir das andere. Untersuchen, was kann ich kriegen? Flasche. Was ist das? Muss so eine Saftflasche oder so sein? Vorsicht nicht, Glasscherben auf dem Boden sind gefährlich. Jetzt hab ich auch eine Flasche liegt mit dem Raum auf dem Boden. Denkst du, das hat etwas zu deuten? Dort muss etwas Interessantes geben. Sieht aus, als müssten wir nochmal zurückgehen und erneut mit ihm reden. Ihm? Oh mein Gott! Die Musik ist aus. Okay, reden wir. Sagen Sie uns, was Sie über den Mord wissen. Sprichst du mit mir? Guck gefälligst zu mir, wenn du mit mir sprichst. Tilo Quist, benimm dich, junger Mann. Halt's Maul, Woody. Das ist ein Kinderspiel. Von was für einem Mord sprichst du ihr da, der bei... Entschuldigung wegen meinem Deutsch. Der bei dem sie den... alten Mann kalt macht. Ich schätze schon. Kein Grund, so einen Aufstand drum zu machen. Dieser alte Düssel hat uns nur in Äpfel und in Eier und Ei gezahlt. Tilo, so etwas kannst du nicht sagen. Ich habe dich anders erzogen. Musst du nicht jetzt deine Nervenpillen nehmen oder sowas? Diese beiden sind wirklich ein seltsames Paar, nicht wahr, Nick? Okay, ich rede. Opa bekam einen Schlag auf den Kopf. Dann will ich euch das mal erklären. Das Gehalt stinkt, der Clown stinkt und mein Partner hat die Hand in meiner... Der Partner, du meinst Ben? Ja, dieser gruselige Alte, der mich niemals alleine lassen kann. Sag ihm, er soll Leine ziehen. Ja, er ist nur eine von vielen Deppen hier. Oh meine. Aber ich muss allen einräumen in diesem Kloake menschlichen Abfall, die sich als Zirkusdarstellerin verkleidet, habe ich meine Madonna gefunden. Deine Madonna? Regina, meine geliebte Regina. Sie ist unwerfend, nicht wahr, Ben? Nun, ich würde nicht unbedingt so weit gehen. Ihr müsst ihn entschuldigen, er weiß nicht, was er sagt. Ich andererseits bin ein Bewunderer echter Schönheit, darum werde ich sie heiraten. Heiraten? Oh mein Gott, ich bin voll erschrocken! Der Direktor hat von diesem fliegenden Betrüger eins auf den Schädel gekriegt. Du meinst Max Galactica. Max Galactica. Warum sagst du das? Weil ich's kann! Tiro, reiß dich zusammen. Du darfst niemanden so beschuldigen. Mich zusammenreißen? Ich bin aus Holz. Du warst übrigens auch da. Du weißt, was war. Sie waren dort. Wenn euch das so interessiert, verrate ich euch die Wahrheit. Du wirst Regina heiraten? Genau, sie ahnt die Freuden noch nicht, die sie erwarten, nicht wahr? Aber sie schien ein wenig besorgt über die ganze Situation. Nun, sie... Schreibt mich nicht, ich treffe die Wahl, nicht sie. Wir werden ein Paar. Ich weiß, dass du so denkst, aber... Aber was? Ich machte ihr ein besonderes Geschenk, das wundervolle Geschenk eines Liedes. Du hast ihr ein Lied geschenkt? Nun, ich bin ein bekannter Tenor. Es wird euch freuen, dass ich beschlossen habe, euch mit einem meiner Lieder zu ehren. Mi, 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 mi. Ich
kann singen. Du sollst mich berühren, du sollst mich küssen, du sollst mich. Der Rest ist privat. Ihr könnt euch mal denken, was passiert. Die ist ziemlich schön. Aber leider Schluss, ich denke, daran musst du noch arbeiten. Wer hat denn doch dich gefragt? Ich bin der Künstler hier. Danke, jetzt wo Tilo hier ist, jetzt wo Tilo hier ist, weil heißt das, können Sie normal reden. Hey! Arschgesicht! Ah! Du freust dich bestimmt auf morgen, nicht wahr, Herr Krankenwagen? Krankenwagenjäger! Wisst ihr, es wird Zeit, diesen verdammten Magier im Pferd mal loszuwerden. Tilo! Genug, blablabla, gehen wir endlich zum Gericht. Ah, ey, einen Moment. Nick, was passiert hier? Entschuldigung. Er ist eine Zeuge für die morgigen Verhandlungen. Ah. Was machen wir? Er ist jetzt weg. Bewegen wir uns mal. Sei offen. 28. Dezember, das Jahr fehlt noch immer. Barrys großes Zirkuszelt. Was in einer aller Welt ist nur mit Ben und Trilo geschehen? Die beiden sind schon ein seltsames Paar. Dieser Schrei hat mir gerade Angst gemacht. Ah, nee, das war ein Affe. Oh, ein, was ist jetzt? Oh, das ist ein Affe. Ich kann ihn nicht sprechen. Er hat mir alles geklaut. Ich hasse diesen Affen. Was ist los, Nick? Entschuldigung. Dieser Affe. Ah! Meine Marke. Der Affe hat sie gestohlen. Was? Ich bin wieder und hüpfe herum. Ich habe einen Affen interessiert, dass er dir alles klauen kann. Ich bin so glücklich. Was ist für ein süßes Gesicht. Ihr Anwalt, du siehst ja völlig... Berumfeld aus. Weg ihn! Du und dieser Affe. Hey, kein Grund böse zu werden, okay? Aber meine Anwaltsmarke. Keine Sorge, ich helfe dir. Okay, wenn du das sagst. Ich brauche meine Marke doch, um sie vorzuzeigen. Apropos, dein Name des Affen ist Money der Affe. Dein Name ist Money? Soll ich jetzt Regina noch fragen? Ich rede mal mit ihm. Money der Affe. Der Affe heißt Money, also das Geld. Ja. Nun, der reiche Affe hat meine Anwaltsmarke gestohlen. Ich hätte sie gerne zurück. Ich sehe mal, was ich tun kann. Sogar ich habe Probleme mit Money. Hä? Sobald Money etwas Glänzendes sieht, kriegt er es nach Hause. Das ist ziemlich witzig. Nun, ich schätze, ich muss herausfinden, wohin Manny verschwunden ist. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, Onkel Moe. Moe könnte das Duell wissen. Und jetzt habe ich so eine Stimme. Ich bin Regina. Hä? Du weißt es nicht? Nun, Manny und ich sind nicht gerade beste Freunde. Was? Er ist nicht der Art Tier, mit der ich arbeite, auch wenn er gebändigt werden muss. Oh, ich verstehe. Zum Mo gehen. Ich schätze, das wird Zeit, den verrückten Clown erneut einen Besuch abgestatten. Ben und Trilo. Würdest du uns bitte etwas über Ben erzählen? Ben, du meinst den Kerl, der dauernd mit Trilo herumhängt. Was meinst du mit herumhängen? Nun, er war da, als Trilo mir sagte, dass er mich liebte. Trilo sagt dir, dass er dich liebt. Ja, sagte er. Irgendwie niedlich, findest du nicht? Er ist so klug und so ein wundervoller Sänger. Ich liebe ihn. Aber es mit Ben... Was soll mit Ben sein? Er hat nichts mit meiner Liebe zu Trilo zu tun. Wie Sand im Stundenglas verrinnen die Tage im Zirkus. Heiratsantrag. Regina, Mann, hat dir einen Heiratsantrag gemacht, oder? Einen Heiratsantrag? Nö, das würde wohl noch eine Weile dauern.
Ja, wirklich? Das ist seltsam, oder nicht? Ja, Max und Tilo sagten beide etwas anderes. Sie sagten, sie hätten um Reginas Hand angehalten. Ah, aber Max sprach nur mit dem Direktor darüber. Das hatte ich vergessen. Er bat dem Direktor um ihre Hand, nicht Regina selbst. Also hat Tilo sie noch nicht selbst gefragt. Was? Er will meine Hand anhalten? Ich bin so verwirrt. Wie ist es mit dir, Maya? Der Tod und Welt. Hä, was? Wen sollte ich deiner Meinung nach nehmen, Max oder Tilo? Moment, du weißt doch, dass Tilo eine Puppe ist, die aus Holz besteht und keine Gliedmaßen hat. Oder man schnitzt ihn. Hä? Es ist mir egal, wenn er etwas steil ist. Oh Junge, ich bin Mickey Maus jetzt geworden. Oh Junge. Drehen kann ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Ich hab nichts, Alter. Hier ist auch nichts. Nur die Vögeln. Tja, Leckung. Ah, gehen wir mal dahin. Was? Dezember, Unterkunft. Noch immer das Jahr fehlt. Es ist irgendwie Dezember, aber welches Jahr? Herr Inspektor Gumschuh ist bereits gegangen? Ja, lass ihn einfach eine Weile in Ruhe, okay, Maya? Ich bin sicher, dass er sich bloß einsam fühlte und zum Revier zurückgekehrt ist. Wo sollen wir jetzt hin? Zum Mooszimmer? Bewegen wir uns zum Mooszimmer oder wir untersuchen erstmal hier alles. Oh mein Gott, schnell! Die Leiche des Zirkusdirektors wurde hier gefunden. Hab gehört, er fiel so, dass es aussah, als hätte er eine Holzkiste getragen. Aber was in aller Welt ist hier wirklich passiert? Nee, wie es hier ist. Hier ins Mooszimmer. 28. Zimmer. Ja, fehlt noch immer. Unterkunft. Erster Stock, wo ist Zimmer? Oh Mann, wenn das nicht der gute Herr Wright ist. Auch als Wright weiß man nicht immer Bescheid, nicht wahr? Siehst du, schließlich hat es doch nichts manchmal zu lachen. Wie kann ich euch helfen? Ist dir eine gute Witz eingefallen, den du erzählen möchtest? Dann machst dir mal auf dem coolen Stuhl da hinten bequem. Den coolen Stuhl, sie meinen wohl. Ja, du hast, genau, das hab ich von dir erwartet. Tolles Wortspiel, nicht wahr? Du weißt wirklich, worauf es als Clown gut ankommt. Mit dem Also, was ist Regina angeht? Regina ist ein so reines, unschuldiges Mädchen. Und sie ist so süß. Sie ist beim Zirkus aufgewachsen, weißt du? Aber das heißt auch, dass sie kaum etwas von der Welt außerhalb der Zirkus weiß. Sie weiß ja nicht mal, was ein Computer ist. Klingt irgendwie nach Pearly. Für sie ist der Traum vieler Kinder vom Zirkus jeden Tag Realität. Sie lebt in einer Traumwelt. Jeden Tag hat sie tanzende Tiere, viele Männer und einen unlustigen Clown um sich. Und das Komische ist, dass ihr das Ganze normal im Bock habt, denn es ist ihr Alltag. Das erklärt, warum sie eine Bockredner-Kopfhörer lassen will. Frag mich nicht, ob dieser Traumwelt gut oder schlecht für sie ist. Für einen Clown, wie ich es bin, gibt es sowas wie Probleme nicht. Wir fragen noch was. Kennen Sie einen Affen namens Money? Ah, klar, Money. Er hat meine Anwaltsmarke gestohlen. Nun, Money mag alles, was glänzt. Klar, dass er es da auf deine Marke abgesehen hat. Aber da kannst ihn niemals verfolgen. Hä, warum denn nicht? Oh, ich weiß warum. Mit Affenkram wollen sie nichts zu tun haben, oder? Bravo!
Jetzt reicht es aber mit dem schlechten Witzen. Mann, gehört nicht zu Reginas Familie. Zu wem denn dann? Das will ich dir gerne zeigen. Sie meinen jetzt gleich. Natürlich wollen wir. Sollen wir jetzt gehen oder lieber später? Wir werden das in dem nächsten Part erfahren. Bis gleich oder bis morgen oder was auch immer.